Herzlich willkommen zur Einführung in den ISB Campus. In den kommenden 2 Minuten möchte ich kurz die grundlegende Philosophie und den Aufbau des Campus erläutern, um für mehr Orientierung und für eine schnellere Nutzbarkeit zu sorgen. Da der Campus nicht nur für die Seminararbeit gedacht ist, sondern auch darüber hinaus, unterscheide ich 2 Bereiche von Nutzenszenarien oder von Bereichen, in denen der Campus zum Tragen kommen kann. Zum einen für die konkrete Seminarunterstützung als Ersatz des USB-Sticks. Ich nenne das mal den digitalen Seminarordner, denn in dem Szenario geht es darum, die Dokumente des Seminars als PDF, als Doc, also auch veränderbar zur Verfügung zu stellen, dazu die entsprechenden Bausteinaudios und die Kommunikation in der Gruppe zu unterstützen. Das heißt mit einem gruppeneigenen Forum, mit Teilnehmerlisten und schnellen Zugriff auf den Kontaktdaten. Der zweite Bereich wendet sich adressiert die Zeit nach dem Seminar und das wirkliche Arbeiten in der Firma. Das heißt, hier geht es darum, Performance Support zu bieten. Das heißt, die Materialien, die dabei unterstützen, konkrete Probleme zu lösen. Und zwar nicht nur während der Seminarzeit, sondern auch deutlich darüber hinaus. Die Materialien so zur Verfügung zu stellen, dass sie auch gut verwendbar und einfach verwendbar sind, also transferierbar an der Stelle. Zweites Szenario für die Zeit danach ist das Thema Vernetzung. Also viele von euch kennen schon das ISB-Netzwerk. Wir versuchen das jetzt über den Campus noch zu erweitern, schnell miteinander in Kontakt kommen, aber auch gemeinsame Peergroups virtuell unterstützen, Dokumente finden für die Peergroup-Arbeit oder überhaupt erstmal eine Peergroup in meiner Region. Dazu haben wir Übersichten erstellt. Und das dritte Szenario, was ich kurz skizzieren möchte, ist das Thema Kollaboration. Also das heißt das Zusammenarbeiten, aber nicht nur vor Ort, sondern eben auch diese virtuelle Kommunikation und Kollaboration. Zum Beispiel durch Online-Räume, durch die Möglichkeit, nicht nur Skype, sondern gemeinsame Oberflächen zu nutzen und Ähnliches. Um ganz ehrlich zu sein, ist der dritte Bereich noch sehr im Aufbau. Das heißt, das wird ihr erst in einiger Zeit sehen. Von daher möchte ich gerne nochmal zusammenfassen, sprich den Ausblick geben, wo denn der Campus hin soll. Der Campus ist gedacht, um die Seminare und die Zeit danach zu unterstützen. Das heißt, damit ist es eine Lernplattform für die nächsten 5 oder 10 Jahre, die an das ankoppeln soll, was ihr jetzt schon tut, was ihr jetzt schon nutzt und was ihr euch anpassen könnt, auch in der Zukunft. Wenn ich es zusammenfasse mit, ich sag mal, 3 Schlagworten, dann komme ich darauf, dass es geht um Reduktion. Das heißt, auf das Relevante einschränken, intelligente Suchmechanismen anbieten und eben nicht zu viel, wie zum Beispiel auf manchen Webseiten, einfach weniger anzubieten. Das zweite ist das Thema Offenheit. Offenheit sowohl darin, die Dinge weiter zu transferieren, zu übernehmen, aber auch anzudocken, also zum Beispiel mit klugen Links oder mit entsprechenden Verweisen. Und das dritte ist das Thema Vernetzung, und zwar sowohl auf der persönlichen Ebene mit Netzwerken als auch von Inhalten. Inhalte so miteinander zu verbinden, dass damit ganze Themen abgedeckt werden und dass verschiedene Medien klug ineinander fließen. Ja, in dem Sinne kann ich euch nur gutes Arbeiten wünschen und viel Erfolg beim Lernen.